Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja Freunde, wir sind wieder mega vorangekommen, wir waren eben einkaufen, haben einige neue Sachen geholt. Jetzt hat Mariam endlich ihr Stuhl, ich habe meinen Stuhl und wir gehen jetzt noch einiges einkaufen, was ihr uns mit auf den Weg gegeben habt. Deswegen, wir freuen uns natürlich immer wieder über Rückmeldungen, über Hilfe, weil ihr wisst ja, wir sind jetzt neu eingezogen, wir haben nicht so viel Ahnung und ich denke mal, es gibt viele da draußen, die mehr Ahnung haben. Ich muss mich echt bedanken, im letzten Video waren mega viele Kommentare, wo wir echt viel Hilfe bekommen haben. Wir haben auch einiges umgestellt, das werde ich euch auch noch im Laufe des Videos zeigen. Ich werde jetzt mit Mariam weiter einkaufen gehen und ich werde sagen, viel Spaß mit dem Video, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und let's go. Wir sind jetzt wieder angekommen. Ich habe gerade Möbel reingetragen, Freunde. Wir haben echt viel eingekauft, Freunde. Wir kommen immer weiter. Das ist unser Sofa aktuell. Genau, Freunde, jetzt kann ich euch einmal die Umstellung zeigen. Das Sofa stand ja vorher hier so in der Mitte und hat die schönen Fenster hier verdeckt. Das Problem ist, es gibt keinen anderen Ort, wo wir den hinstellen können. Deswegen haben wir jetzt dort halt zwei Fenster verdeckt. Finde ich aber nicht schlimm, weil wir dann hier die schönen großen Fenster haben, die frei sind. Ja, Freunde, wir haben mega viel. Kommode ist jetzt da. Zwei Stühle. Einen für Mariam, einen für mich. Aber warte mal, wo ist Mariam überhaupt? Was machst du, Schatz? Was denn wohl? Wäsche. Ja, und es ist so warm, ne? Wenn die Wäsche. Freunde, es ist echt warm. Ich und Mariam wollten eigentlich schwimmen gehen, Freunde, ne? Aber wir hatten halt viel zu tun und das ging halt vor. Aber wir werden morgen schwimmen gehen. Jetzt gehen wir nochmal in die Stadt, kaufen den letzten Krimskrams ein, damit halt soweit das Wichtigste fertig ist. Scheiße, kennt ihr das, Freunde, wenn ihr sagt, ihr wollt Spiegel aufbauen, aber es dann einfach vergisst? Der ist bis jetzt nicht aufgebaut. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich will euch gar nicht weiter nerven. Wir fahren jetzt in die City, kaufen den Rest ein. Dann, wie immer, Freunde, gleicher Ablauf, gleicher Prozess. Was denn? Zu draußen. Und hier zu ihr drin, ne? Ja, deswegen, wir machen das gleich wieder runter. Echt nicht? Egal. So, Freunde, gleicher Prozess. Wir fahren in die Stadt, kaufen den Rest ein. Dann bauen wir alle gemeinsam auf, gucken uns den Shit gemeinsam an. Ihr sagt dann in den Kommentaren Verbesserungsvorschläge, was man besser machen könnte. Halas. Okay, Freunde, bis gleich. So, meine lieben Freunde, Younes ist wieder back in the home. Das sind alle Sachen, die wir eingekauft haben. Ich habe noch ein paar Sachen geholt. Hier ein Gebetsteppich, Freunde. Ich weiß leider nicht mehr, von wo ich den habe. Ich habe den mal zugeschickt bekommen. Das ist ein Gebetsteppich, Freunde. Ich zeige euch das mal. So, mit dem Namen drauf. Falls ihr wisst, wie die Seite nochmal hieß, schreibt die unten rein. Dann fixiere ich die oder verlinke ich die. Sowas unterstütze ich gerne, Freunde. Bin ich immer bereit zu unterstützen. Deswegen ein großes Dankeschön daran nochmal. Es war auch eine komplett unbezahlte Werbung, Freunde. Keine Sorge, ich habe nur den Teppich dafür bekommen, weil ich den mega schön fand. Und ich würde sagen, Freunde, wir bauen jetzt auf. Ihr müsst mir sagen, Freunde, feiert ihr das, wenn ich euch das so in mega Schnelldurchlauf zeige? Wie zum Beispiel bei dem Sofa, als man den dann so in 40 Sekunden fertig aufgebaut war. Falls ihr darauf Bock habt, auf sowas, dass ihr halt in Schnellformat seht, wie wir das aufbauen, einrichten, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da. Wir werden das jetzt auch wieder im Schnellformat machen. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ihr seht jetzt, wie wir das in Schnellformat einrichten. Ich hoffe, es gefällt euch. Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und ich würde sagen, let's go und viel Spaß beim Schauen. Cut machen, weil ich glaube, das wird dann ein bisschen zu viel. Die Schränke waren irgendwie voll der Film. Ich habe mir das gar nicht so vorgestellt, Freunde. Ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Wir räumen einmal komplett die Bude auf, stellen die Schränke auf und dann würde ich sagen, zeigen wir euch den aktuellen Stand. Und ich würde sagen, bis gleich. So, meine lieben Freunde, auf jeden Fall, ich und Mariam. Ja, wie soll ich sagen, Freunde, ein weiterer Tag, wo wir beide richtig kaputt sind. Ich zeige euch jetzt einmal das Update, wie es hier aussieht. Wie gesagt, jedes Video neues Update. Das heißt, wieder, das Bett müssen wir einmal zeigen, weil wir es schon 10.000 Mal gezeigt haben. Ja, Freunde, unser Bett. Nein, Spaß beiseite. So, hier, Freunde, einmal Mariams Schminksessel. Falls ihr Interesse habt an die Ladies, die fragen ja immer, ey, woher hast du das? Schreibt ihr einfach auf Instagram, Mariam ist da ganz großzügig, die antwortet da immer. Ich finde, das kombiniert alles relativ gut so, ist relativ gefüllt. Mit dem Zimmer sind wir auch soweit fertig. So, fangen wir mit dem Raum hier an. So, da sitzt Mariam, unsere Lampe. Ist alles wie gewohnt.
Hierfür haben wir was ganz Besonderes bestellt und hier muss ich eine kleine Enttäuschung sagen. Einen Stuhl, den ich für meinen Arbeitsdings da habe, haben einfach Schrauben vergessen. Das heißt, ich habe keine Schrauben. Mariam ist schon am Relaxen, Eiswürfel essen. Mariam, warum Eiswürfel? Erklär mir das bitte, warum? Aber wie kann man chillen, sitzen und Eiswürfel essen? Sieh ich gut aus? Ja, du siehst immer gut aus. Einfach so zum Relaxen. Das ist unsere Kommode, die wir geholt haben. Das sind die ganzen Deko-Sachen. Da fehlt aber auch noch einiges. Ja. Ich glaube schon noch ein. Noch ein drittes? Ja, kann man machen. Und Freunde, was ganz Besonderes. Hier einmal mein Gebetsteppich. Mit dem Namen Younes. Die Ecke werde ich aber auch noch schöner gestalten. So mit Blumen, mein Koran dahin stellen. Wenn wir das weiter nach links schieben können. Wenn die Küche endlich fertig ist. Ja, also Freunde, alles wie gewohnt. Ich bin mehr als stolz. Also ich kann euch, glaube ich, sagen, das nächste Update, was kommen wird, das ist jetzt, glaube ich, das letzte Wohnungsupdate. Ich will euch nicht zu viel oder zu wenig versprechen. Das ist das letzte Wohnungsupdate. Danach, das nächste Video, was kommen wird, werdet ihr unsere Wohnung komplett fertig sehen. Es fehlen noch einige Sachen. Meistens Kleinkram, so Gardinen. Aber wir werden euch die Wohnung erst wieder zeigen, wenn sie komplett ist. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und checkt natürlich die Playlist ab. Da seht ihr unseren ganzen Umzug, da könnt ihr alles mitverfolgen. Und ich würde sagen, das wär's von mir. Ciao und bis zum nächsten Mal.